Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Project Unstable Sex mit Isa. Und ich bin auch dabei, das Flip. Hi. Isa, sag hallo. Hallo. Hallo Isa. Wir haben Großes vor. Was haben wir Großes vor? Was ist der finstere Plan? Weltherrschaft. Nee, der andere. Das ist der langfristige. Ach so, nee. Ausflug in Twilight Forest. Yes! Welches? Ich auch. Wir wollen tatsächlich mal den ersten Boss Twilight Forest kloppen. Irgendwo hier ist eine verkackte Hexe. Oh, mhm. Ich sehe sie, ich sehe sie. Wo ist der Bogen? Da ist der Bogen. Siehst du sie? Ich sehe sie gar nicht. Wahrscheinlich ist ein Synchronisationsfehler. Ihr seht, am Namen meines wundervollen Bogens kann man sehr schön erkennen, dass der von Isa ist. Und auch am Pfeil. Ja. Trotzdem, danke. Bitte. Siehst du hier irgendwo Mobs? Ich sehe hier keine. Ich sehe drei so komische Winz-Endermänner. Diese Ender-Minis. Ich sehe sie nicht. Vielleicht solltest du mal reloggen. Ich glaube, da ist irgendwas im Argen. Jo. So, was brauchen wir denn eigentlich aus dem Twilight Forest alles für Sachen? Wir brauchten Steel Leaf, glaube ich, für einiges. Wo kriegt man das denn gleich nochmal her? Im Twilight Forest. Dort kriegt man das her. Naja, aber... Genauer. Na, da. Mhm. Da, okay. Weißt du, ja, nee, nicht da. Da. Ach so. Nein, nicht da. Nicht, nein, nein, da. Dort. Ja, nein. Oh. Oh. Isa, ich weiß nicht, was du meinst. Wir brauchen Rabenfedern für irgendwas später. Das stimmt. Achtung, da kommt ein Creeper an. Achtung, hinter dir ist noch einer. So, also erstmal müssen wir so ein Labyrinth suchen. Ja, warte mal. Okay. Hast du Shears? Ja. Dann lass uns mal immer diese bunten Schafe hier, diese Rams, wenn wir an denen vorbeikommen, die müssen wir scheren, weil da brauchen wir die Wolle in allen 16 Farben später für den Questing-Ram, wenn wir dem mal über den Weg laufen. Ich habe eine Schere, aber ich weiß nicht, ja, da oben ist sie. Gott, ich habe sie. Hübsch, ne? Fell ab. Warte. Das ist aber ganz normale Wolle. Echt? Ja. Guck. Minecraft Wool, tatsächlich. Guck mal, Auto. Vielleicht haben sie die mittlerweile. Vielleicht haben sie die mittlerweile angepasst, irgendwie, dass das jetzt die gleiche Wolle ist. Oh. Der Hallo, Sound. Warum nennst du. Ja, weißt du nicht mehr Staffel 4? Ja, ich weiß. Mit Eulgen. Oh Gott, ja, und wie haben wir sie alle genannt, ne? Du hast auch ein Schwert. Ja, ich habe mir gerade gedacht, so mittlerweile habe ich ein Schwert, das tatsächlich nennenswert stärker ist als eine Axt. Dann sollte ich es vielleicht auch benutzen. So. Ja, so eine Idee. Hilfe, ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser Twilight Forest funktioniert, Isa. Irgendwo kriegt man doch so einen Map-Fokus und dann... Also, man fängt eigentlich mit einem Boss an und geht dann die Bosse durch, damit wir Gebiete freischalten. Und als erstes, ich habe nämlich schon mal nachgeguckt, müssen wir so ein Labyrinth finden und die Naga, glaube ich, besiegen. Das weiß ich auch noch. Und auf meiner Map sehe ich eins da hinten. Wobei, das sieht aus wie ein ganz normales... Das ist so ein Grünzeug-Labyrinth. Das ist nicht das ist nicht Naga. Okay, warte. Die gab es nämlich auch schon immer, diese Art von Labyrinth hier. Ich weiß wo. Da hinten ist eins. Ich habe auf meine Map geguckt. Alright. Ah, ja. Das ist eindeutig ein Naga-Labyrinth. Hier sind auch Raben drin. Sieht an sich gut aus. Weiß nicht, was musste man jetzt machen? Wenn man irgendwo in die Mitte geht oder so, da spawnt die dann.
Wenn sie noch da ist, natürlich. Da ist eine Schneefestung und da ist der Lich. Ich sehe hier gerade keins auf dem Gebiet, was ich schon entdeckt habe. Ja, hier ist gerade auch ein ziemlich großes Loch in der Mauer. Und hier liegen auch noch massig Steine rum. Da hat sich wohl schon jemand ausgetobt. Gut, das heißt, wir werden wahrscheinlich einfach erstmal durch die Welt stiefeln und mal gucken, ob wir sowas finden. Ja. Schätze, darauf wird es wohl hinauslaufen. Was ich jetzt schon an Zeug im Inventar habe, heieie. Nimmst du noch alles mit? So ziemlich. Ajo. Also man kann die Twilight Oaks tatsächlich auf einmal fällen, wenn man eine Lumber-Axe hat. Da geht gut was weg. Ich glaube, wir haben erstmal für die nächste Zeit genug Holz. Über den Stack. Solange du genügend Platz hast. Oh, ah. Man bekommt Sickly Twilight Oak Saplings. 3 Stück habe ich von den ollen Saplings. Hier liegt auch noch einer. Ah ja, dann haben wir 4. Das sollte reichen, um einen anzusetzen. Ja. Oh, yes. Dankeschön. Das wirst du nur ohne mich machen. Verzweifeln, definitiv. Also das tue ich auch mit dir, aber... Yeah. Mit dir ist es lustiger. Ja, und es gibt mehr Action. Zum Beispiel Risse in Zeit und Raum. Ja. Wenn das ist das, worauf es ankommt. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das Biom können wir noch nicht. Ach, oder? Das ist mit so einem... Nein, da können wir nicht hin. ...schweben Dingens da. Ja, und da ist auch dieser... so ein böser Regen. Kommst du ganz viel Dollar, aua. Also außenrum. Ich würde sagen, ich mach mal einen Cut, bis wir so ein Ding gefunden haben. Bis denn! Wir haben zwischendurch so ein Druidengebäude gefunden. The Silence of the Forest. Guck rein, ich habe sie bloß sortiert. Mushroom Stew, was zu futtern. Sehr gut. Und eine Empty Map. Sehr freundlich. Und auch davon abgesehen, noch ein bisschen was zu essen. Matsch, so viel zu dem. Also mit einem anderen Naga-Labyrinth hatten wir noch kein Glück, aber wir haben einen Hollow Hill gefunden. Und ich habe mir gedacht, da buddeln wir uns jetzt einfach mal rein. In denen gibt es Kobolde und in denen gibt es Loot. In aller Regel. Deswegen dachte ich mir, da schauen wir uns jetzt einfach mal an, ob wir da nicht reinfinden. Ich höre sie schon mal laut lachen, die Kobolde. Ja, und das sind wir. Allein was es hier an Erzen drin gibt, ist ganz ordentlich. Und hier ist Glowstone, so eine Map. Nummer 1 ist weg vom Fenster. The boots are mine. Meine Stiefel. Ja, und hier gibt es eben Fetterze und so schöne Sachen. Oh, und stimmt, Ore Magnets gab es ja auch. Die hatte ich schon wieder ganz vergessen. So, wir haben uns gerade noch Magic Maps gemacht. Leere. Die kann man zusammenbasteln, indem man einen Magic Map Fokus herstellt. Für den muss man ein paar Raben töten und dann halt Torchberries und Glowstone das zur Hand haben. Das findet man beides hier im Twilight Forest. Und dieses Ding können wir jetzt rechtsklicken. Aha. Und jetzt sehen wir um uns außenrum, dass in die Richtung 2 Nagas sind. Das heißt, da sollten wir dann wohl hinlaufen. Das Zeug hier können wir einfach so flacken lassen, würde ich sagen. Mhm. Beziehungsweise, warte mal, machen wir es mal serverfreundlich. Wir haben doch hier oben sogar diese Trashcan, ne?
Ja, sind wir doch mal so nett. Dann packen wir das ganze Gedöns, was wir nicht mehr brauchen, direkt da rein. Statt es hier rumliegen zu lassen. Jawohl. So, hinter uns aufgeräumt, perfekt. Yay. Umweltfreundlich. Yay. So, hier lang müsste das sein. Wollen wir mal gucken, oder? Ja. Hoi. 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 Das ist aber nicht da, wo wir hergekommen sind, oder? Nein. Nicht, dass wir zu den gleichen abgefarmten Nagas wieder zurückkommen. Das wäre irgendwie auch blöde. Nein, wir laufen in unbekanntes Gebiet. Alright. Na dann. Die Brunnen eigentlich auch was zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Die waren, glaube ich, nur so für... Weil der geht ziemlich tief runter. War bei denen was? Ich glaube nicht und ich möchte es nicht riskieren. Guck mal da vorne. Yay! Ja, da ist eine Naga drin. Scheint so. Bin auch unterwegs. Bogen in Anschlag und Slimesling zur Hand. So. Woo! Amen! Du bist sogar schon drin. Jupp, ich habe die Naga quasi angesprungen. Stimmt, bei der muss man immer den Kopf treffen. Ich glaube, der Rest ist gar nicht empfindlich. Ja, nicht unbehindert das Viech für seine Größe. Au. Weißt du, was treffe ich? Den kleinen Vogel. Aber nicht das große Vieh. Klassiker. Sieht gut aus. Yay! Time to even the scales. Ah, Wortwitz. Und es gibt Loot. Shader. Elite Twilight Shader Bag und... Achso, das ist schon aufgemacht. Ich hab, Nein, ich hab noch nicht aufgemacht. Mhm. Oh, und du hast den Kopf. Nice. Die Trophäe. Kannst du mir die Trophäe noch zuwerfen? Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie ein... Also ich habe nur hier... Ist das? Ja. Oder die hier vielleicht. Ja. Mhm. Das ist schon das hier, aber da gab es nichts bei. Ja, wegen Achievement, oder? Nein? Irgendwie nicht. Okay. Warum hast du kein Achievement? I don't know. Hi. Okay, das ist komisch. Aber wir haben das Vieh fertig gemacht. Bei dem Quest soll es mit drin sein, oder? Bei den Quests, da sind wir ja eh schon in einem Team. Nein, kill den Nagel. Ah, Detects. Adventure, yeah, complete. Kill the Lich ist das nächste. Gut. Nur den. Alright, nach einem kleinen Ausflug in den Twilight Forest. Ich habe keine Ahnung, ob dich den vor dem Segment hier reinschneiden werden, das Video oder danach. Jedenfalls, Isa und ich waren im Twilight, aber nun bin ich wieder in der Oberwelt, in der Sonne. Ich wollte euch kurz zeigen, der Kollege hier ist jetzt fertig programmiert, das heißt, der läuft tatsächlich einmal komplett das Feld ab und schmeißt dann alles in die Kiste da unten, das er einsammelt. Der haut selbst hier hinten das Zeug kaputt, also die oberste Schicht, und nimmt das auch noch mit. Da habe ich endlich ausbaldowert, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, weil das ein bisschen langweilig wäre, glaube ich. Vielleicht interessiert es irgendwen, dass ich den Code auf Pastebin lade oder so. Hm. Ich meine, ich könnte das machen, aber ich weiß nicht, ob da irgendjemand meinen hässlichen Code lesen will. Blood Magic. Ich wollte mal in Blood Magic weitermachen. Da war Isa auch mal wieder ganz fleißig. Die hat dafür nämlich... hier sind wir. Das Ding kann eigentlich voll weg, das brauchen wir gar nicht mehr.
Ich habe ein bisschen Demonic Will gesammelt, mit Hilfe dieses schicken Sentient Swords mit Sharpness drauf, das die Isa eingesammelt hat, hergestellt hat, meine ich. Damit war ich ein bisschen auswärts, habe Demonic Will gefarmt. Isa hat sogar schon einen Petty Tartaric Gem gecraftet. Das ist ein Behälter für Demonic Will. Super Sache. Wir könnten mal schauen, ob wir den Altar ein bisschen upgraden können. Dafür bräuchten wir nämlich nur 9-1, 8 Runes von dieser Sorte hier. Diese Blöcke, die bekommen wir aus Skystone Blocks und Blank Slates. Blank Slates haben wir auch schon hergestellt. Ja, wo sind die eigentlich abgeblieben? Ah, hier habe ich eine. Guck mal. Dafür müssen wir nur Clean Stone, also Stone, in den Altar reinschmeißen. Und dann bekommen wir diese Blank Slates raus. Die Frage ist nur, haben wir Skystone? Lasst mich mal nachsehen. Ich fürchte, mit Skystone sieht es aktuell ziemlich schlecht aus. Ich habe mal nachgesehen. Wir können uns aber welchen holen. Und zwar gibt es hier oben ein Mesa-Biom mit einem Meteor darin. Hier sollten wir Skystone herkriegen. Na denn, ich würde sagen, ich hüpfe da mal eben hin. Man könnte glatt meinen, dieser Meteor hätte sich einen ziemlich hohen Einschlagsort ausgesucht. Der scheint nämlich hier zu sein, auf einem richtig hohen Plateau der dieses Mesa-Bioms. Warum gibt es hier überhaupt Slimes? Was soll das denn? Na gut, nehme ich auch noch mit. Da gibt es auch richtig schönen roten Clay. Ich glaube, hier werde ich noch einiges einsammeln, bevor ich dann den Abmarsch mache. Project Unstable 6, das Pack, in dem man die ganze Zeit am Futtern ist. Ich bleib dabei. So, hier haben wir diesen Meteor. Ich frage mich, ob der schon ausgeräubert wurde. Ich würde ja fast davon ausgehen. Alle, hopp. Verdammt. Vermasselt. Yep. Schon besser. Ja, yep. Da ist ein großes, dickes, fettes Loch drin. Ich vermute, mit der Steel Pack Axe kann ich das Ding abbauen, nicht aber korrekt mit meinem Hammer. Der ist nämlich, glaube ich, nur aus Iron. Gut, dann werde ich jetzt ein wenig mir Zeit nehmen. Und werde hier mit der Pickaxe drauf rumhauen, bis ich genug von dem Skystone habe, dass ich der Meinung bin, dass es erstmal reicht. Dann gucken wir mal, dann werden wir noch von diesem hübschen Lehm einiges mitgehen lassen, bevor ich es packe. Ich habe ja auch noch einen Rucksack dabei, da kann ich schön einladen. Wunderbar. Okay, ich habe diesem Meteor hier oben einige Schichten runtergesäbelt. Hüpp. Der ist jetzt ein Stück flacher als vorher. Es sind fast 2 Stacks geworden. Oder sagen wir mal, gut 1,5. Das sollte mir fürs Erste reichen. Jetzt werde ich hier noch schauen, was ich so an Clay mitgehen lassen will. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Base wieder. Dann können wir hoffentlich mit Blood Magic weitermachen. Alright, wir sind ein Stück weitergekommen. Hier drin ist jetzt das Rezept für die Blank Rune. Wir haben aber noch nicht genug Slates. Genau genommen haben wir erst die Hälfte, um einen kompletten Kreis aus Runen hier drum machen zu können. Leider haben wir gerade 2 Bugs, die mich an der Stelle ein bisschen behindern, aber der gute Dr. Schnauzer ist da schon dran und wird demnächst ein Pack-Update machen. Das eine ist, dass wir leider sehr, sehr langsam Leben regenerieren, ich kann euch das zeigen. Wenn ich jetzt hier diesen Sacrificial Dagger rausnehme und mir ein bisschen Blut abnehme, dann kann ich mich voll futtern und ihr werdet sehen, ich regeneriere trotzdem fast gar nicht. Moment. So. Ihr seht, das sollte eigentlich schneller gehen, ne? Das, ja, geht leider sehr träge. Das soll nicht so eigentlich. Ein anderer Bug ist, dass ich meinen normalen Blood Orb nicht verwenden kann, weil der auf mich einen NPT-Tag hat sozusagen. Deswegen musste ich einen reincheaten, einen Blood Orb, der nicht auf mich ausgerichtet ist. Den werde ich entsorgen, wenn ich dieses Crafting hier gemacht habe. Das sind aktuell 2 Bugs, die an der Stelle ein bisschen stören. Aber wie gesagt, es ist ja noch im Alpha-Stadium das Pack und Schnauzer ist da dran. Ich möchte als nächstes Arkane Asche herstellen. Das geht folgendermaßen. Wir brauchen dafür diese Hellfire Forge. Und ich mache gleich 2 Stück davon, damit Isa auch eine haben kann. Bin ich ausnahmsweise mal nett. Da sollten wir Demonic Will oder alternativ einen Tartaric Gem wie den von Isa hineinlegen können. Hier zum Antreiben. Okay.
Geraume Zeit später habe ich rausgefunden, dass dieses Rezept für die Arcane Ashes, wie es in Blood Magic üblicherweise funktioniert, hier in PU6 deaktiviert ist. Da gibt es ein anderes Rezept, das finden wir im Thormonomicon. Wenn man denn ein bisschen Thormcraft gemacht hätte, würde man das wahrscheinlich finden, habe ich aber nicht. Tja. Stattdessen habe ich mich jetzt hier munter ausgeblutet, um diese 8 Blank Runes zusammenzubekommen. Yay! Dann kann ich auch diesen reingecheateten Weak Blood Orb wieder entsorgen. Yep. So. Und jetzt machen wir uns hier einen Tier 2 Altar draus. Ein Stufe 2 Altar. Yes! Wenigstens ein bisschen Fortschritt hier. Einfach ein Ring von Runen direkt außenrum. Und hätten wir ein Divination Sigil, dann könnten wir auch ermitteln, was für eine Stufe der Altar jetzt hat. Ob er Stufe 2 ist, ob das funktioniert hat, aber davon gehe ich einfach mal aus. Divination Sigil, dafür bräuchten wir halt auch die Arcane Ashes. Und ja, dafür brauchen wir Thormcraft. Nämlich dieses Blood Magic Ding hier. Es gibt wohl in den Quests auch Hinweise darauf, dass man manche Sachen halt so verbinden muss. Ja, das mit dem Crucible, das hat Isa gemacht. Und bei den Arcane Ashes, ja, da steht nur, dass man sie herstellen muss. Aber wie genau, das muss ich halt noch rausfinden, weil ich im Thermonomicon halt nicht so weit bin. Ich habe da bei Blood Magic genau 0%. Und ich müsste halt die Fundamentals mal ein wenig durchforschen. Aber das mache ich ein andermal, denn ich habe keine Ahnung, wie Thormcraft funktioniert hier aktuell und ich habe gerade nicht mehr die Zeit, mich da groß reinzuackern. Aber wir haben einen Tier 2 Altar und jetzt gucken wir einfach mal, was wir für ganz andere Sachen noch machen können zum Abschluss dieser Folge. Wir könnten bei Tech zum Beispiel gucken. Da gibt es noch den Hellfire Dust, Energized Glowstone. Moment, Blast Furnace? 27 Blast Bricks? Moment! Was ist denn das für ein Käse? Haben wir das Ding mal zusammengebaut, bevor wir... Weil das hier ist der Blast Furnace und der ist aus Blast Bricks. Schätze mal, das nehmen wir nochmal auseinander, damit diese Quest gezählt wird. Das macht ja auch keinen Sinn sonst. Aber was soll das denn bitte? Pfeh. Hätte man wahrscheinlich die Quest annehmen müssen, bevor man das Ding gebaut hat oder so. Ja, kann sein. Dreimal 9 ist 27, das sollte also reichen. Perfekt, sehr schön, dann haben wir diese Quest hier auch abgehakt. Ja, und da haben wir jetzt Steel und Osmium. Steel, ein Steel Ingot. Habe ich gerade nicht dabei, können wir aber mal eben holen. Denn wir haben Stahl auch schon hergestellt. Ich muss nur daran denken, dass ich dann den Blast Furnace auch wieder aufbaue. Ah, ja. Steel. Was ist hier Stahl? Das ist Stahl. Bingo! Haben wir auch die Quest. Sehr schön. Jawohl, dann ist hier erstmal Ende. Aber hier haben wir dadurch Advanced Circuits freigeschaltet. Osmium kriegen wir noch lange nicht abgebaut, also was soll's. Aber das haben wir erstmal geschafft. Dann können wir das Ding wieder wegpacken und können den Blast Brick aufbauen. Ich würde mal sagen, das Nebenprodukt hiervon packen wir bei Stein mit rein, den Slag. Ja, und dann bauen wir oben erstmal diesen Blast Furnace wieder auf. Habe ich irgendwo einen... Nö, habe ich nicht. Wir brauchen zum Fertigaufbauen von diesem Ding natürlich den Hammer von Immersive Engineering. Den Engineer's Hammer, oder wie er heißt. Ha, wusste ich doch, dass ich hier einen drin habe. Mein Inventar ist gerade überhaupt nicht übervoll. Ich würde sagen, ich baue kurz diesen Blast Furnace wieder auf und überlege mir, was wir noch kurz machen können. Und sortiere vorher erstmal mein Inventar. Wir könnten noch versuchen, diesen Filtered Hopper hier mal eben herzustellen. Das ist kein großer Akt. Das sollte uns jetzt wieder eine Quest oder zumindest eine Teilquest absolvieren. Jawohl. Und dann können wir Hellfire Dust hier mit herstellen. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich mich recht erinnere, musste man für die Herstellung von Hellfire Dust einfach Netherrack grinden und dann das Pulver, durch einen
Filtered Hopper durchjagen, in denen man zuvor Soul Sand gepackt hat. Haben wir hier irgendwo Soul Sand vorrätig? Yep, haben wir. Warum ist das hier drin? Ah, weil der hier voll ist. Ich muss ja mal noch ein paar mehr Upgrades anbringen, glaube ich. Kriegen wir aber hin. Kein großer Akt. Alle, hopp. Hinauf. Tür zu. Und raus beim Loch. Es ist Nacht. Moment. Nacht ist böse. Nacht wollen wir nicht. Dann lieber kurz knacken gehen. Besser. So, jetzt nochmal. Wir gehen hinter zur schick verbesserten Windmühle mit darunter angebautem Weizen. Dank Isa. Ich finde, das sieht relativ schön aus eigentlich, auch von innen. Kann man sich sogar angucken, das Ding. Ich mag diese halb dicken Wände hier. Einen halben Block dick. Chisels and Bits macht's möglich. So, jetzt müssen wir dieses Ding hier erstmal anwerfen. Und dann packen wir den Netherrack hier rein und jetzt erschreckt nicht. Ach ja, erinnert ihr euch noch, als ich dem Schnauzer in PU4 die Leviten gelesen habe, wie er sowas grausam Klingendes machen kann und dass das doch Teufelswerk ist? Ach ja, good times, good times. Wenn das Geschrei hier ein bisschen fortgeschritten ist und wir Netherrack Dust haben, dann würde ich sagen, melde ich mich zurück und wir versuchen das mit dem Filtertopper. Oh Mann, das war vielleicht ein Geschrei. Furchtbar. So, jetzt ist wieder Ruhe im Karton. Jetzt haben wir hier noch diesen Filtertopper. Jetzt gucken wir mal, ob wir das zum Laufen kriegen. Ohne, dass ich erst das nachschauen muss. Wir sollten... Ah ja. Nein, so geht's schon mal nicht. Wir müssen den offenbar tatsächlich hier oben reinklicken. Aha, sieht gut aus. Und jetzt stellt sich die Frage, müssen wir dieses Ding antreiben oder nicht? Okay, eine Excel habe ich gefunden, aber eine Gearbox brauchen wir mal eben noch. Sollte soweit kein Problem sein. Wir brauchen noch ein wenig mehr Holzkram, sprich Sticks und Bretter. Bretter habe ich noch, gut. Dann wollen wir mal gucken, ob wir zumindest die Zahnräder schon mal zusammenbekommen. Zwei Stück sollten ja genügen. Und dann brauchen wir dieses Ding in der Mitte hier vor allem noch. Zwei sollten eben nicht genügen von den Zahnrädern, sehe ich gerade. Wir brauchen deren vier. Jetzt aber. Jawohl. So, Gearbox, check, Wooden Axle, check. Das sollte eigentlich alles sein. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Übrigens, das ständige Gebelle kommt von Isas besonderem Freund Joe. Ja. Der hat irgendwann mal einen Hund bellen hören und seitdem hört er nicht mehr auf, selber zu bellen. Er ist ein sehr origineller Papagei. He's very special. Hm. Naja. So. Wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt zum Laufen kriegen, oder? So, wir brauchen hier die Gearbox. Moment, das haben wir gleich. Hier muss dieses Ding hin. Was war das? Das war Input. Das heißt, das Ding muss nach oben. Ich hatte, glaube ich, mal rausgefunden, dass man die Dinger mit dem Crescent Hammer drehen kann. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt drehen wir hier nochmal auf. Und jetzt... Oh, ich habe vorher einfach Netherrack draufgelegt und nicht Ground Netherrack, ne? Ja, das hat funktioniert, würde ich sagen. Recht fix sogar. Jetzt wüsste ich eigentlich noch gerne, ob das auch ohne den Antrieb funktionieren würde. Tauschen wir das hier mal eben noch durch die Millstone aus. Das Geschrei mute ich euch jetzt einfach mal zu. Plupp. Tatsache, wir hätten den Antrieb überhaupt nicht gebraucht. Na gut. Dann halt nicht. So, jetzt haben wir jedenfalls diesen Hellfire Dust. Sehr schön.
Als nächstes haben wir Signalum auf der Liste stehen. Oder ein Hibachi, oder wie auch immer man dieses Ding aussprechen soll. Den brauchen wir, um Feuer... ja, eigentlich um Feuer zum Heizen von einem, irgendeinem Multiblock von Better with Mods zu erzeugen. Schauen wir uns mal gleich näher an. Ich will erst schlafen, bevor ich mich hier nach draußen begebe. Weil ich habe Angst im Dunkeln, okay? Da ist nichts schlimm dran. Haben viele. Wo waren wir gerade? Wir brauchen den... Ich habe überlegt, ob wir den Hibachi machen. Machen wir den überhaupt? Lass uns doch mal gucken. Der Simple Machine Frame ist okay. Ja, mit dem kommen wir klar. Konstantan, das haben wir, glaube ich, auch schon mal hergestellt. Und dann hier brauchen wir dieses Concentrated Hellfire. Da brauchen wir 8 Hellfire Dust in einem Cauldron, unter den wir Nitor packen, offenbar. Da wollen wir doch mal probieren, ob das einfach mit dem Kessel geht, den wir ohnehin hier hinten stehen haben. Ja, sieht gut aus. Sieht eigentlich eher aus, als wäre hier Feuer drunter. Ja, da bekommen wir dann Concentrated Hellfire. Dann packen wir hier noch 24 weitere hiervon rein. Dann sollten wir 4 Concentrated Hellfire bekommen. Dann brauchen wir noch ein Heating Element. Das bekommen wir auch in diesem Cauldron hier mit Blaze Powder, Hemp Fiber und Konstantan. Haben wir irgendwie Blaze Powder vorrätig? Ich habe offen gestanden keine Ahnung, aber lasst uns mal gucken. BO6, das Pack, in dem man ständig futtert und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja. So, am ehesten haben wir das wahrscheinlich hier bei den Mob Drops. Ja, hier haben wir Blaze Rods und hier haben wir auch Blaze Powder. Wir brauchen nur eins. Perfekt. Und dann war das noch Konstantan, Dust und irgendwelche Fäden. Zum Beispiel Hemp Fiber. Den haben wir natürlich hier. Ja, perfekt. Einmal, zweimal. Warum habe ich eigentlich eine überzählige Kiste hier? Ich habe keine Ahnung. Und dann brauchten wir noch diesen Konstantan-Dust. Den bekommen wir aus Nickel und Copper-Dust. Wie mache ich eigentlich Staub hier draus? Nickel und Kupfer. Das ist Bronze. Das ist Kupfer. Und Nickel war das Zeug, von dem wir furchtbar viel hatten. Kann ich Erze in einem Grinder von Better with Mods klein malen? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob dem so ist. Finden wir es raus. Versuch macht klug, ne? Das sieht eigentlich gut aus. Dann packen wir den Nickel auch noch mit dazu. Jawohl. Das klappt ja hervorragend. Und das ist ein ziemlich ökologischer Grinder eigentlich. So, an und für sich. Okay, das können wir zusammenmischen. Nickel Dust und Copper Dust zu Konstantan Dust. Sehr schön. Und jetzt können wir aus einem hiervon, aus Blaze Powder und... Oh, das muss man im Cauldron machen. Okay. So, dann wollen wir mal. Hier ist noch mehr Concentrated Hellfire drin mittlerweile. Wir brauchten einen Konstantan, einen Blaze Powder und ein Industrial Hemp Fiber. Jawohl, und er erkennt, dass das Zeug da ist und fängt an, das zu braten. Und wir haben ein Heating Element. Jetzt brauchen wir noch Konstantan-Platten. Dafür brauchen wir noch deutlich mehr Konstantan. Für eine Platte braucht man wie viel von dem Zeug? Moment. Konstantan-Plate, wenn man es gießt.
2 Ingots. Das heißt, wir brauchen 2 mal 2, 4 Ingots Konstantan. Wir sollten in unserem Legierungsofen Konstantan in fester Form einfacher herstellen können. Na. So, dann schauen wir mal. Nehmen wir 1, 2, 3, 4 Kupfer und... Gott, mein Inventar ist schon wieder so zugemüllt. Einen Moment, ein bisschen Zeug können wir einfach loswerden, nämlich das hier. Und das packen wir hier hinten dran. Ja, schon viel besser. Und jetzt nehmen wir noch 4 Nickel mit. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Und dann packen wir das, falls in dem Ofen keine Kohle ist, nehmen wir noch welche mit. Ich bleibe ständig in dieser Falltüre hängen, weil ich sie zumache, während ich durchkletter. Das macht eigentlich wenig Sinn. Man könnte da irgendwelche Druckplatten verwenden oder so, aber das wäre schon wieder mit Aufwand verbunden. Das passiert doch nicht. Nö. Das ist der Legierungsofen. Und ich wusste es, es ist natürlich keine Kohle drin. So. Nickel und Kupfer. Funktioniert. Perfekt. Alles klar. Das Konstantan, wir haben tatsächlich jeweils 2 Ingots rausbekommen aus so einem Rezept. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Und jetzt wird aus diesem Konstantan hier werden Platten gegossen. Wenn ich die Rechnung richtig gemacht habe, sollte das für 2 reichen. Jawohl. Wunderbar. Und fertig. Dann nehmen wir die mit. Und dann sollten wir alles haben, was man braucht, um so einen Heatbachi herzustellen. Übrigens, diese Lotuspflanzen hier geben einem ein wenig XP, wenn man sie futtert. Und immer im Vorbeigehen ernte ich die, weil so ein bisschen XP auf der hohen Kante, ne? Schadet nicht. So, 3 Concentrated Hellfire, 2 Konstantanplatten, ein Heating Element und dann brauchen wir, oh stimmt, wir brauchen noch 2 normalen Stein. Ich wünschte, ich könnte das Zeug einfach trotzdem schon mal da reinlegen, damit es vom Weg weg ist. Naja, so, Simple Machine Frame, dafür brauchen wir 4 Eisenplatten und der Rest ist eine Kleinigkeit. Ich würde sagen, ich melde mich einfach mal zurück, wenn ich den Kram habe. So, dann wollen wir doch mal sehen. Wir brauchen für diesen Simple Machine Frame noch Single Compressed Cobblestone. Und zwar wie viel davon? 4. Wunderbar. Überhaupt kein Problem. Den übrigen packen wir gleich wieder beiseite. Und dann brauchen wir noch so ein Wooden Gear. Ist natürlich auch überhaupt kein Stress. So, damit haben wir den Simple Machine Frame. Den Rest vom Rezept habe ich hier schon vorbereitet. Und wir haben den Hibachi. Oh, yes. Gibt es dafür nicht eine Quest? Doch, gibt es. Wunderschön. Haben wir das auch geschafft. Jetzt gibt es hier den Crucible. Einen besseren Cauldron. Den muss man dann mit dem Hibachi befeuern, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und den muss man auch schon auf eine bestimmte Art herstellen. Da brauchen wir ein Turntable, auf dem wir Clay bearbeiten. Und dann machen wir daraus einen Unfired Crucible und den müssen wir dann in einem Multiblock aus Bricks kochen sozusagen. Oder ja, wie sagt man? Brennen. Mit Einsatz von Bellows, damit das Feuer heiß bleibt und so weiter. Das, meine Lieben, machen wir dann aber in der kommenden Folge. Ich würde sagen, wir sind ja soweit eigentlich schon mal ganz gut vorangekommen. Ich werde das Zeug noch irgendwie so verräumen, dass ich es das nächste Mal wiederfinde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder, würde ich sagen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese etwas durcheinander gesponnene Folge gefallen, trotz allem. Und in der nächsten machen wir am besten bei den Quests weiter, bei denen wir diesmal aufgehört haben. Vielleicht gehen wir auch nochmal in den Twilight Forest, da gibt es ja doch noch einiges zu holen. Unter anderem eine Hydra und ihre diversen Köpfe. Ja. Machen wir dann auch bald. Isa und ich gehen da bestimmt mal wieder hin. Bis dahin aber, macht's gut, haut rein und bye bye.